Hey Robert, Flo hier. Das hier ist der zweite Teil zu deinem Video über die Lichtgeschwindigkeit. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie man die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit anhand von Weltraumbeobachtungen nachweisen kann. Das geht etwa über Beobachtungen des Jupitermonds Io oder die jährliche Aberration. Außerdem haben wir festgestellt, dass nur eine Theorie ein sehr schlechtes Argument ist. Und wenn wir schon mal bei Theorien sind, bis jetzt haben wir uns ja nur auf Nachweise der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit anhand von Weltraumbeobachtungen beschränkt. Aber was sagt eigentlich die Theorie? Klassisch lassen sich elektromagnetische Phänomene, zu welchen auch Licht gehört, durch die Maxwell-Gleichungen beschreiben. Die im Detail zu erklären, würde den Rahmen des Videos natürlich sprengen. Nur so viel. Es handelt sich um einen Satz von Gleichungen, die unter anderem beschreiben, wie elektrische Felder durch Ladungen erzeugt werden und wie elektrische Felder mit magnetischen Feldern verknüpft sind. Man kann damit also etwa das elektrische Feld einer geladenen Metallkugel berechnen oder das magnetische Feld, welches entsteht, wenn man Strom durch eine Spule schickt. Spannend im Kontext dieses Videos ist nun Folgendes. Du kannst diese Gleichungen mathematisch verknüpfen und kommst dann schließlich auf die Differentialgleichung einer Welle. Wenn man die Konstanten der Gleichungen vergleicht, stellt man fest, dass die Geschwindigkeit dieser Wellen von ε0 und μ0 abhängt. Das ist die elektrische Feldkonstante bzw. die magnetische Feldkonstante. Wenn man den Kehrwert der Wurzel des Produkts beider Konstanten ausrechnet, kommt man auf rund 3×10⁸ Meter pro Sekunde, die Lichtgeschwindigkeit. Ist das nicht faszinierend? Man kommt auf diese Zahl anhand von Größen, die man am Labortisch zum Beispiel mit Plattenkondensatoren und Spulen messen kann. Dabei haben diese Phänomene auf den ersten Blick ja gar nichts mit Licht zu tun. Sie sind aber miteinander verknüpft. So wurde aus der Elektrizität und dem Magnetismus der Elektromagnetismus und Licht als elektromagnetische Welle identifiziert. Die komplette klassische Optik steckt also auch in diesen paar Gleichungen. Die Maxwell-Gleichungen sagen also die Existenz von Wellen voraus, deren Geschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Dementsprechend lassen sich solche elektromagnetischen Wellen auch mittels Elektrizität erzeugen. So konnte Heinrich Hertz im Experiment basierend auf der Vorhersage aus den Maxwell'schen Gleichungen elektromagnetische Wellen erzeugen. Er hat die erste Sendeantenne gebaut. Wohin diese Entwicklung geführt hat, sehen wir ja heute. Das elektromagnetische Spektrum reicht von langwelligen Radiowellen bis hin zu extrem kurzwelligen, energiereichen Gammastrahlen. Das sichtbare Licht, von dem du vermutlich in deinem Video sprichst, ist nur ein winziger Teil dieses großen Spektrums. Es unterscheidet sich nicht von den anderen elektromagnetischen Wellen, wie etwa der Mikrowellenstrahlung, nur die Wellenlänge ist anders. Aber alle diese Strahlungen pflanzen sich mit Lichtgeschwindigkeit fort, so wie es Maxwells Gleichungen vorhersagen und wie man es auch messen kann. Darum kann man zum Beispiel auch die Lichtgeschwindigkeit messen mit Radar- oder UKW-Wellen, die am Mond reflektiert werden. Ein Signal wird dabei mit einer Verzögerung empfangen. Zusammen mit dem Abstand des Mondes, den man zum Beispiel wieder über die Parallaxenmethode bestimmen kann, kommt man auf die Lichtgeschwindigkeit. Das wird ganz praktisch genutzt beim EME-Funken. Hier kommt es immer zu einer Signalverzögerung. Unterhalte dich doch mal mit einem Amateurfunkverein in deiner Nähe. Auch mit einem leistungsstarken Laser lässt sich die Lichtgeschwindigkeit mit Hilfe des Mondes bestimmen. Dazu zielt man auf die Retroreflektoren, die im Zuge der Apollo-Mission auf den Mond gebracht wurden. Das belegt zudem gleich, dass a. der Mond nicht transparent ist, wie einige deiner Kollegen behaupten, er b. keine holographische Erscheinung ist, wie etwa Astrotoni meint, ich bedanke mich, dass ich nochmal reingekommen bin, sich c. menschengemachte Objekte auf dem Mond befinden und d. die Lichtgeschwindigkeit nicht unendlich groß ist. Aber das ist ja deiner Ansicht nach bestimmt auch alles nur eine optische Täuschung. Wie wäre es, wenn man die Lichtgeschwindigkeit auch ohne astronomische Beobachtungen oder Maxwell-Gleichungen messen könnte in einem Labor? Auch das ist möglich. Dazu gibt es zahlreiche Methoden, etwa die Zahnradmethode von Fizeau. Aber beschränken wir uns auf eine einfache, elegante Methode, nämlich die Drehspiegelmethode von Foucault. Schauen wir uns mal den Aufbau an.
Hier haben wir eine Lichtquelle, die auf die Mitte eines drehbar gelagerten Spiegels strahlt. Je nachdem, wie der Spiegel geneigt ist, wird der Strahl irgendwo hierhin reflektiert. Wenn wir in einem gewissen Abstand einen Hohlspiegel mit einem geeigneten Radius oder eine geschickte Linsenspiegelkombination anbringen, wird der Strahl wieder exakt zur Mitte des Spiegels zurückreflektiert. Dann geht er wieder zurück zur Quelle, nicht sonderlich spannend. Aber was ist, wenn wir den Spiegel während des Versuchs drehen? Der Strahl wird zunächst wieder reflektiert und gelangt zurück zur Spiegelmitte. Wenn nun aber die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, hat der Spiegel in der Zwischenzeit seinen Winkel geändert und der Strahl wird nicht mehr exakt zur Quelle zurückreflektiert, sondern erscheint an einer anderen Stelle. Wenn der Abstand zum Spiegel hinreichend groß ist und der Spiegel entsprechend schnell rotiert, müsste diese Abweichung messbar sein. Aber natürlich nur, wenn das Licht nicht unendlich schnell ist. Dieser Versuch lässt sich mit einigem Aufwand durchführen. Ich habe hier eine Videoreihe von einem sehr engagierten Physiklehrer entdeckt, der diesen Versuch in seiner Schulaula aufgebaut hat. Weil ich keine Kosten und Mühen gescheut habe, um einen echten Klassiker der Physik, nämlich die Drehspiegelmethode nach Foucault, zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit darzustellen, extra hier in der Aula, damit ich hinreichend große Wegstrecken habe. Und diese Justiererei, die bringt einen um den Verstand. Das war ja schon Avantgarde seinerzeit. Man hat ja früher gedacht, das Licht wird sich instantan ausbreiten. Also es würde keine Zeit brauchen, um von hier nach dort zu kommen. Jetzt außer Atem. Ja, die Strecke bin ich schon 18 Mal gelaufen heute. Ich baue die Kamera um. Jetzt laufen wir hin. Jetzt gucken wir uns diesen Punkt an der Mattscheibe an. So, den guckt ihr euch jetzt an. Und ich bin dann gleich wieder weg und setze den Drehspiegel in Gang. So, hören sich 450 Hertz an. Und jetzt wollen wir hoffen, hat sich der Punkt verschoben? Hat er sich verschoben? Ja. Ja, er ist hier jetzt am linken Strich. Nun hat er den Abstand zum Spiegel gemessen, die Verschiebung des Lichtstrahls und die Drehfrequenz des Spiegels. Aus diesen Größen kann man nun die Lichtgeschwindigkeit berechnen. Hier zeigt er das Ergebnis. Also hier nochmal. Und was kommt da raus? Sag mal, 299.000 Kilometer pro Sekunde. 7-4 Mal um die Erde rum in einer Sekunde. Das ist doch erheblich. Hier war kein Video, insbesondere das erste, nicht geschnitten, nichts gefaked. Das war einfach nur sehr akribisch nachgemessen. Haben wir das soweit verstanden? Nicht schlecht, oder? Seine Videos kann ich nur empfehlen. Link ist in der Beschreibung. Dabei könnte man eigentlich auch so merken, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. In jedem Baumarkt kann man Laserentfernungsmesser kaufen. Wie funktioniert dieses Gerät wohl? Ein Laserimpuls wird ausgesandt, reflektiert und wieder detektiert. Anhand der Laufzeit und der bekannten Lichtgeschwindigkeit berechnet das Gerät dann den Abstand. Wenn der Lichtstrahl völlig verzögerungsfrei empfangen wurde, würde dieses Gerät gar nicht funktionieren. Ich habe wirklich Schwierigkeiten nachzuvollziehen, wie man so eine absurde Behauptung wie eine unendlich hohe Lichtgeschwindigkeit in die Welt setzen kann, trotz einer so überwältigenden Beweislast zugunsten des Gegenteils. Wir haben jetzt ja zahlreiche Belege gesehen für die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit, von Beobachtungen in den Weiten des Alls über Messungen im Labor bis hin zu praktischen Anwendungen auf dem Bau. Man muss sich nur der Physik bedienen und mal genau überlegen. Tja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. Und alles, was du dagegen setzen kannst, sind der Umstand, dass du keine Verzögerung siehst, wenn du eine Lampe anmachst, und alles andere ominöse optische Täuschungen und angebliche Lügen wären. Ja, gute Nacht. Aber schauen wir mal weiter. Das Michaels und Morley-Experiment, was noch weit vor Albert Einsteins Relativitätstheorie und seinen Aussagen über die Lichtgeschwindigkeit stattgefunden hat. Es ging darum, dass man davon ausgegangen ist, dass sich Licht mit einer bestimmten Geschwindigkeit
ausdehne und dass dazwischen eine Zeit liege, um ein Licht von einem Punkt A zu einem Punkt B zu bringen. Um das zu beweisen, hat man sich vorgestellt, was wäre, wenn man einen bewegten Raum hätte. Da muss ich gleich schon wieder reingrätschen. Wie wir vorhin gesehen haben, war schon längst bekannt, dass sich das Licht mit einer endlichen Geschwindigkeit ausbreitet. Bei dem Versuch ging es um den Nachweis eines angeblichen Äthers, eines Mediums, in dem sich elektromagnetische Wellen ausbreiten sollen. Ich verstehe das nicht. Erklärt mir das mal. Wie wir im Zusammenhang mit Maxwells Gleichungen gesehen haben, hat Licht Welleneigenschaften. Damals bekannte Wellenarten sind aber an ein Medium geknüpft. So brauchen Ozeanwellen natürlich Wasser und Schallwellen zum Beispiel Wasser oder Luft. Elektromagnetische Wellen breiten sich jedoch auch im Vakuum aus, sonst wäre es in so einer Vakuumkammer dunkel. Man hatte daher die Hypothese aufgestellt, dass selbst das Vakuum von einem Stoff mit unbekannten Eigenschaften durchzogen sein muss, welcher als Medium für elektromagnetische Wellen fungieren soll. Diesen Stoff hat man Äther genannt und der Begriff wird sogar noch heute verwendet in der Redensart, etwas in den Äther zu schicken, wenn man einen Radiobeitrag sendet. Die Äthermodelle konnten sich jedoch nicht durchsetzen, wozu das Michelson-Morley-Experiment einen entscheidenden Beitrag leistete. Heute weiß man, dass sich elektromagnetische Wellen ganz ohne Medium ausbreiten können, aber schauen wir mal weiter. Woher nimmt man jetzt einen bewegten Raum, der mit solch einer hohen Geschwindigkeit sich bewegt, dass sie doch die Lichtgeschwindigkeit beeinträchtigen oder beeinflussen könnte? Und Michelson-Morley kam auf die Idee, sie nutzen den Äther. Und der Äther bedeutet Raum. Was? Nein, sie wollten den Äther nicht benutzen, sie wollten ihn nachweisen. Und der Äther ist nicht der Raum, der Äther soll sich im Raum befinden. Haben Sie sich gedacht, dass die Rotation der Erde doch ein guter Grund wäre, darauf ein Experiment zu gründen? In Erdrotation und entgegengesetzter Erdrotation messen wir jetzt den Verlauf des Lichtstrahls. Festgestellt haben Sie dennoch, dass das Licht beim Anschalten von Punkt A sofort auf Punkt B traf. In Erdrotation genauso traf das Licht von Punkt A auf Punkt B in derselben Geschwindigkeit, nämlich einer nicht messbaren Geschwindigkeit, denn direkt und sofort auf Punkt B in Erdrotation und entgegengesetzter Erdrotation. Nein, wie kommst du denn darauf? Mit dem Michelson-Morley-Experiment wurden keine Lichtlaufzeiten gemessen. Richtig ist, dass man im Rahmen des Äthermodells davon ausgegangen ist, dass sich die Lichtgeschwindigkeit ändert, je nachdem, wie man sich relativ zum Äther bewegt. Ein Missverständnis bezüglich des Michelson-Morley-Experiments besteht darin, dass viele glauben, man hätte damit die Lichtgeschwindigkeit gemessen in verschiedenen Richtungen. Das ist aber so nicht richtig. Schauen wir uns mal den Aufbau grob skizziert an. Wir haben wieder eine Lichtquelle und diesmal einen halbdurchlässigen Spiegel, der als Strahlteiler fungiert. Das Licht wird dann an Spiegeln an den Enden zweier Arme reflektiert und trifft sich an einem Punkt. Dort kommt es zur Interferenz. Wie wir vorhin gesehen haben im Zusammenhang mit Maxwells Gleichungen, hat Licht Welleneigenschaften. Ein typisches Phänomen im Zusammenhang mit Wellen ist Interferenz. Treffen zwei Wellenberge aufeinander, verstärken sie sich. Wellenberge und Wellentäler löschen sich hingegen gegenseitig aus. Das Phänomen kann man auch bei Wasserwellen beobachten. Hier sehen wir, wie kreisförmige Wasserwellen in einem Tank erzeugt werden. Man erkennt deutlich die Stellen, an welchen es zu destruktiver Interferenz kommt und sich die Wellen gegenseitig auslöschen. Dieses Phänomen kann man auch bei Licht beobachten. Das ist ein typisches Interferenzmuster. Man sieht, wie sich Minima und Maxima abwechseln. An den dunklen Stellen haben sich die Lichtwellen gegenseitig ausgelöscht, es ist zu destruktiver Interferenz gekommen. An welchem Punkt auf dem Schirm es jetzt zu einer konstruktiven oder destruktiven Interferenz kommt, hängt vom Gangunterschied der Wellen ab. Beim Michelson-Interferometer kann man den beeinflussen, indem man die Länge eines der beiden Arme verändert. Was man nun eigentlich misst, sind diese Gangunterschiede. Im Rahmen des Äthermodells kann man berechnen, wie diese Gangunterschiede sein müssten und stellt fest, dass sie proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit des Bezugssystems sein müssten, in dem man sich befindet. Und was war nun das Ergebnis des Michelson-Morley-Experiments?
Diesen Plot hatten sie veröffentlicht. Das ist die Messung und gestrichelt sieht man die theoretische Erwartung um ein Vielfaches gestaucht. Die Beobachtung und die Vorhersage des Äthermodells weichen also deutlich voneinander ab. In Erdrotation genauso traf das Licht von Punkt A auf Punkt B in derselben Geschwindigkeit, nämlich einer nicht messbaren Geschwindigkeit, denn direkt und sofort auf Punkt B in Erdrotation und entgegengesetzter Erdrotation. Und somit hat man festgestellt, dass, und das sind zwei Ergebnisse, man konnte den bewegten Äther, also den bewegten Raum, nicht feststellen und somit ist das Experiment gescheitert. Dieses Experiment ist in zwei Hinsichten gescheitert, denn man konnte die Lichtgeschwindigkeit nicht feststellen, weil sie nicht unterschiedlich war, ob in Innerdrotation oder entgegengesetzter Erdrotation. Nein, mit dem Aufbau wurde nicht die Lichtgeschwindigkeit gemessen. Somit ist sie doppelt gescheitert und sie entkräftete die Theorie eines bewegten Äthers. Ja, das ist eine richtige Aussage. Genau, das Experiment hat die Äthertheorie widerlegt. Somit einer bewegten Erde. Und somit ist das gesamte Experiment für die Globalisten gescheitert? Nein, mit dem Experiment wurde nicht die Rotation der Erde gemessen. Die war doch schon längst vorher bekannt. Auch dazu habe ich schon zahlreiche Videos gemacht. Du siehst die Erdrotation anhand der scheinbaren Himmelsbewegung. Du kannst sie messen anhand des Gewichtsverlusts am Äquator oder bei einem Flug mit der Erdrotation im Rahmen des Oetfösch-Effekts. Du siehst sie anhand des Coriolis-Effekts, der dafür sorgt, dass Tropenstürme nicht den Äquator überqueren und den Scharfschützen berücksichtigen müssen bei Distanzschüssen. Und du kannst sie mit dem Foucault'schen Pendel messen über die Drehung aus der Schwingungsebene. Du kannst sie direkt messen mit präzisen Gyroskopen, seien es Laser-Ring-Gyroskope oder präzise mechanische Gyroskope. Die richtungssuchende Eigenschaft von Kreiselkompassen basiert auf der Drift durch die Erdrotation. Allein die Existenz dieser Geräte belegt schon die Erdrotation. Also ja, die Erde dreht sich, nachweislich. Zahlreiche Experimente belegen das. Das Michelson-Morley-Experiment ist jedoch nicht dazu gedacht gewesen, die Erdrotation zu messen. Es ging um den Nachweis eines Äthers und der wurde nicht erbracht, weswegen man die Äthermodelle verworfen hatte. So funktioniert das eben in der Wissenschaft. Es ist halt nicht so, dass man einfach irgendwas behauptet. Ein Modell muss sich am Experiment messen lassen. Das Äthermodell hat keine korrekten Vorhersagen geliefert, daher wurde es verworfen. Und für das alte Weltbild ist das Experiment ein voller Erfolg gewesen. Nur das durfte man im Endeffekt einfach nicht veröffentlichen und es musste eben als gescheitertes Experiment dastehen. Das Ergebnis des Experiments wurde doch veröffentlicht, sonst wüsste man doch gar nichts davon. Und es ist für die ganze Welt gescheitert, aber im Grunde haben sie es bewiesen. Mit der Erdrotation und entgegengesetzter Erdrotation ist das Licht auf Knopfdruck von Punkt A an Punkt B. Es macht keinen Unterschied. Das sagt jetzt Folgendes aus. Entweder hat Licht keine Geschwindigkeit und ist instant, also sofortig, dort. Sofortig ist gut. Oder die Geschwindigkeit ist so hoch, dass man sie nicht messen kann. Nein, es ist gescheitert, den Äther nachzuweisen. Daher geht man heutzutage davon aus, dass es den Äther nicht gibt. Dieses Experiment ist in allen Hinsichten, um das globalistische System zu beweisen, gescheitert. Aber um eine stille Erde zu beweisen, ist es ein Erfolg. Um zu beweisen, dass Lichtgeschwindigkeit nicht messbar ist, ist es ein Erfolg. Nein, weil das Experiment für beide Sachen nicht ausgelegt war. Wenn du eine stillstehende Erde beweisen willst, setz dich in ein Flugzeug und führ den Versuch zum Oetfösch-Effekt durch und zeige, dass es keine Gewichtsänderung gibt. Wenn du eine unendlich große Lichtgeschwindigkeit beweisen willst, dann nimm ein Laser-Entfernungsmessgerät und zeige, dass man damit keine Entfernungen messen kann, weil das Licht sofortig wieder zurückreflektiert wird. Auf die Videos bin ich gespannt. Um zu beweisen, dass die Theorie von Albert Einstein, die er daraus dann relativierte, zu widerlegen, ist es ein Erfolg. Hä, wie kommst du denn jetzt darauf? Einsteins spezielle Relativitätstheorie ist völlig im Einklang mit den Ergebnissen des Michelson-Morley-Experiments.
Wieso sollte man denn auch eine Theorie auf einem Experiment derart aufbauen, dass die Theorie dem Ergebnis des Experiments widerspricht? Also Robert, da hast du ja echt mal wieder was vom Stapel gelassen. Meinst du nicht, du hättest deine Zeit besser genutzt mit Recherche? Du hattest im ganzen Video nicht einen einzigen validen Punkt. Ich habe irgendwie immer noch die Hoffnung, dass du irgendwann merkst, dass du dich verrannt hast und die eigentlichen Lügner nicht Wissenschaftler sind, sondern halt solche Leute, die dir einreden wollen, dass das ja optische Täuschungen sind. Oder geht's dir nur ums Dagegensein? Naja, immerhin hast du einen guten Vorwand geliefert, sich mal etwas intensiver mit der Lichtgeschwindigkeit zu befassen. Ein durchaus spannendes Thema, wie ich finde. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die meinen Kanal unterstützen. Sowohl durch Abonnenten und Teilen, als auch über Kanalmitgliedschaften und Patreon. Wer mich ebenfalls unterstützen will, findet Links in der Beschreibung. Vielen Dank. Ich würde mich auch über einen Besuch auf meinem Discord-Server freuen. Also macht's gut. Abonniert Flo Plus, Leute. Abonnieren, abonnieren, abonnieren.